Na, gut geschlafen? Ich schon. Wir machen uns jetzt auf zum Frühstück und dann geht's ab in den Loro Park. Wenn ihr mitkommen wollt, anschauen. So, den Weg von Puerto de la Cruz vom Stadtzentrum bis zum Loro Park raus sind wir jetzt gelaufen. Die Strecke habt ihr ja gestern mehr oder minder gesehen. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie der Park ist. Ich bin ja gehypt ohne Ende. Der Eintrittspreis ist gestiegen. Ich habe im Internet geguckt, was das so kosten sollte. Und da waren die Preise alle günstiger als das, was wir jetzt hier letztendlich haben zahlen müssen. Aktuell ist es pro Person 38 Euro. Im Internet kursieren aber noch 28 Euro zum Teil rum. Ja, wird halt alles immer teurer, ne? Das hält aber dann auch nicht lang. Das ist tatsächlich Eis. So, zur Zellviehschau haben wir es jetzt geschafft. 10 Minuten müssen wir noch warten, dann geht's los. Bin ich schon gespannt. Es war noch nie so eine Zellviehschau. Auch die Walker-Show, die jetzt dann weiter oben stattfindet. Sowas habe ich bis jetzt noch nie mitgemacht. Bin also schon ganz gespannt, wie viel Spaß das macht und ob man da irgendwie nass gespritzt wird. Ich hoffe nicht, weil die A73 ist, glaube ich, nicht so richtig wasserdicht bzw. wettergeschützt. Aber schauen wir mal. So, Wackerschau ist rum. Michaela muss schnell für kleine Mädchen einstweilen. Wollte ich schnell meine Eindrücke schildern. Also sowohl Delfin als auch Wackerschau waren eigentlich genial. Was mir unheimlich gut gefällt, ist, dass zwischen diesen einzelnen Szenen, wo die Tiere irgendwas tun, wo sie halt irgendwas vorführen, da dazwischen laufen hinten auf dieser Leinwand immer Informationen, wie es den Tieren in freier Wildbahn momentan so geht, wie die Geschichte der Tiere, die hier aufgenommen wurden, ist, lautet. Eine ganz tolle Geschichte, auch was bedroht die Lebensart. Also man hat hier bei nahezu jedem Gehege, wo man sich irgendwas anguckt, das Gefühl, dass der Loro Park nicht nur Geld verdienen möchte, indem er irgendwelche Tiere ausstellt, sondern dass auch wirklich Interesse daran hat, den Leuten so ein bisschen zu zeigen,
warum es den Tieren nicht so gut geht oder warum so viele Arten, die man hier sieht, draußen in freier Wildbahn gefährdet sind und das sogar stark gefährdet. Also hat was. Plankton auf wie auf Zuchtstation. Zuchtstation, so. Also in schlechten, billigen Hotels ist das Wasser auch manchmal so leicht gelblich. Wer weiß, ob die auch Plankton sichten. So, jetzt geht es langsam wieder Richtung Innenstadt. Laufen wir jetzt aber nicht zu Fuß, sondern es geht kostenlos so ein Express-Zugbahn. Ja, so ein Rasenmäher mit Anhängern hinten dran. Und den nehmen wir dann. Wenn er kostenlos dabei ist, dann sind wir zumindest wieder näher am Hotel. Ein Scharen vor der Kamera. Das war jetzt definitiv die ruppigste Fahrt, die ich hier bis jetzt hatte. Naja, hat Spaß gemacht. Ging ein bisschen weiter in die andere Richtung als gedacht. Das heißt, wir müssen uns jetzt durch die Innenstadt auch wieder so ein Stück zurück in Richtung Hotel kämpfen. Aber bei weitem nicht so weit als vom Loro Park aus. Von daher, alles gut.